So, heute zeige ich euch mal auf dem 32X Mortal Kombat. Eigentlich eins meiner Lieblingsspiele von damals. Dort Automat ordentlich D-Mark war es noch geschluckt. War in der Spielothek. Weiß gar nicht, ob es heute noch Spielotheken gibt in diesem Sinne. Früher waren die Spielotheken eher so mit Arcade Games, mit Killer Instinct, Mortal, Wonderboy, weiß der Geier was alles. Und das ist eigentlich die beste Version, eigentlich wo rauskam. Kann man auch auf dem Super Nintendo raus, auf dem Mega Drive, auf dem Mega CD, aber das war nur der erste Teil. Sollten wir mal schauen, dass man 6 Button Controller aktiviert hat. Ja, zock mal halt mal eine Runde. Wurde früher beschlagnahmt wegen Tötungsszenen. Das Messer gelaufen, wird der Harry sagen. Wechsel. Bitte nochmal. Ich habe zum Glück aufgenommen. Ich kann mich gar nicht mehr halten. Das habe ich noch nie gehört.
Alter Schwede, meine Tropfen. Ja, da. Karl, meine Tropfen. Hoffentlich macht das nochmal. Hier schon im Mortal bin ich nicht mehr fit. Aber oh, gibt's Schlimmeres. Naja. Da Hutti, da hat man immer runter und Start, glaube ich, war es, hat man drücken müssen. Und da gab es eine geheime Stage. Finish mich! So. Wieder das zeitlich begrenzte Video von 8 Minuten. Dann schalt's ab bei 4K Auflösung. So, das war Mortal Kombat 2 auf 32X. Ich glaube, die näheste Arcade-Umsetzung, wo rauskommen ist damals. Ich wusste jetzt nicht, dass es noch eine andere gibt. Also auf den alten Konsolen. Es kam dann noch die Arcade-Umsetzung raus. Die kamen aber dann für PlayStation 3 und Xbox raus. So ein Special. Ja, hoffentlich hat es ein bisschen gefallen und wir hören und sehen uns.